Fahrrad. Stich. Elektrische Heckklappe. Stich. Garantie. 5 Jahre. Haha, Forester. Der neue Subaru Forester. Wie jeder Subaru mit 5 Jahren Vollgarantie bis 160.000 Kilometer. Zuverlässigkeit, die Spaß macht. Subaru. Ja, hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Stadtderby zwischen VfB 2 und Stuttgarter Kickers. Ich darf ganz besonders die beiden Trainer begrüßen. Auch herzlichen Glückwunsch zum Sieg und Ihr Fazit zum Spiel. Ja, ich bin sehr froh, dass wir 3 Punkte eingefahren haben, dass wir wieder einen Schritt da unten raus gemacht haben. Bin auch insgesamt ganz zufrieden gewesen mit der Leistung der Mannschaft. Gerade erste Halbzeit haben wir sehr ordentlich gespielt. Zweite Halbzeit hat noch ein bisschen mehr Mühe. Aber ich glaube, das Chancenverhältnis war jetzt auch deutlich so, dass man sagen kann, also wir haben da das Spiel auch verdient gewonnen. Aber wie gesagt, wenn es immer nur 1-0 steht, dann ist es doch relativ eng bis zum Schluss und man muss ein bisschen zittern. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass die Mannschaft eine ordentliche Leistung gebracht hat und verdient als Sieger vom Platz ging. Vielen Dank, Coach Steffen. Jürgen, deine Einschätzung bitte. Ja, wir sind gut ins Spiel gekommen, haben die ersten 10, 15 Minuten, denke ich, auch kombiniert gespielt. Und dann auf einmal war ein totaler Bruch in unserem Spiel. Haben den Gegner mit eigenen Fehlern ins Spiel reingebracht, so richtig reingebracht, torgefährliche Situationen verursacht. Und dann natürlich bis zur Halbzeit einfach Kontrolle ein bisschen über das Spiel verloren. Ja. Das war natürlich klar. Kickers hat dann unheimlich viel Dampf gemacht, hat gut umgeschaltet, wir nicht mehr so gut. War dann froh, dass wir mit dem 0-0 in die Halbzeit gegangen sind. Haben uns nach der Halbzeit vorgenommen, das zu ändern. Dann kam eben das Gegentor, das natürlich richtig gut rausgespielt war. Auch wieder ein dummer Ballverlust, wo man Ball für die Wehen einfach unter der Sohle durchrutschen lassen. Einwurf, dann staffeln wir uns nicht im Mittelfeld, einfacher Ball, Verlagerung und machen das Tor. Dann haben wir natürlich nochmal die Jobsbotschaft mit der Verletzung von Tobi Radke. Der blutende Stunde vom Platz ist, wahrscheinlich sich über die Nase gebrochen hat. Haben dann im Endeffekt komplett mit offenem Visier gespielt, haben Timo Schitsch nochmal als Halboffensiv und Halimi gebracht, dann als, um ein bisschen was Kreatives ins Spiel reinzubringen. Wir hatten dann Situation bei Pascal Beyer, weiß ich jetzt nicht. Gelbe Karte war sicherlich überhaupt keine, also Schwalbe war es sicher nicht. Wie der Kontakt jetzt war, für den Trainer kann ich nicht beurteilen, da war ich zu weit weg, aber es gibt sicher die Schiedsrichter, die hätten es gepfiffen. Und dann natürlich noch die Großchance von Marco Grüttner. Ja, zum Ausgleichstor wäre möglich gewesen, als ein Ball über den Torwart klopft. Davor war natürlich, das möchte ich ja nicht verschweigen, dass die Kickers natürlich in der ersten Halbzeit schon 3-4 Hochparade hatten. Und unterm Strich dann natürlich auch ein verdienter Sieg. Bei 1-0 ist immer alles offen bis zum Schluss, wir haben es probiert. Aber es sollte dann heute nicht so sein. Und ich kann mir natürlich entgegen. Und war kein so schönes Wochenende für den VfB. Danke. Vielen Dank, Jürgen. Ihre Fragen an die beiden Trainer, bitte. Herr Steffen, was können Sie denn zum Debüt von Andreas Niemann sagen? Ja, ich glaube, der Andi hat ein gutes Spiel gemacht, war immer präsent, hat die Richtungswechsel drin, die schwierig vorauszusehen sind, hat gute Pässe gespielt, ist recht selbstbewusst aufgetreten, hat das bestätigt, was wir in der Vorbereitung an ihm gesehen haben. Und insofern bin ich damit sehr zufrieden, dass er seine Arbeit sehr gut gemacht hat und erweitert uns einfach Möglichkeiten. Das ist schön, dass wir wissen, hey, wir haben den Andi jetzt noch da. Auch der kann Drittliga-Fußball spielen. Das ist in der Vorbereitung mit Testspielen war das zu vermuten. Ne? Und auch aus der A-Jugend hat er gute Leistung gebracht. Aber dann zu sehen, wie er sich im Drittliga-Fußball zurechtfindet, das ist dann immer noch spannend für den Trainer. Und der Andi hat es gut gemacht und hat das, was wir in ihm gesehen haben, auch bestätigt. Herr Steffen, wenn wir das vergleichen mit dem Hinspiel 0-2, ist das eine ganz andere Kickers-Mannschaft. Was ist so Ihre Erfolgsformel, dass man dem personell mehr Variationsmöglichkeiten haben? Oder wie haben Sie die Mannschaft inspiriert, dass die jetzt auf einmal so spielen, wie sie spielen? Ja, gut, ich habe das Hinspiel, wie gesagt, nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie sie gespielt haben. Wir haben sicherlich personell, haben wir mehr Möglichkeiten, dass wir variieren können. Das auch mal, sag ich mal, einen Wechsel nochmal einen Schub bringen, kurz vor Schluss. Das war vielleicht am Anfang noch nicht ganz so, dass wir in der Breite noch nicht ganz so gut aufgestellt waren. Ich habe versucht, den Jungs eben wirklich Selbstvertrauen zu geben über
ja, ein intensives Training, über ein gutes Training versuche ich natürlich, dass die Jungs sich verbessern und eine Sicherheit bekommen. Und das ist scheinbar gelungen, dass die Jungs das auf den Platz bringen und ein ganz anderes Selbstverständnis jetzt in den Spielen an den Tag legen. Das ist schön für mich zu erkennen, aber wie gesagt, wir sind nicht weit weg von der Abstiegszone. Wir fangen nicht an zu spinnen, sondern müssen das uns weiter wirklich erarbeiten, dass wir erfolgreich sind. Und das geht nur über gutes Training und natürlich eine richtige Einstellung dann am Spieltag. Ja, wenn alle Fragen beantwortet sind, vielen Dank an dieser Stelle und dann noch einen schönen Restsonntag.